Schön, dass du mir wieder zuhörst. Mein Name ist Beate Popp, ich bin Heilpraktikerin und psychologische Beraterin. Ich möchte heute auf ein Thema eingehen, was mir viel begegnet. Und zwar geht es um das Thema Ressourcen. In der Arbeit mit Klienten ist es ja oft so, dass ein wichtiger Zugang, die eigenen Kompetenzen wieder quasi zu finden, die Ressourcenarbeit ist. Aber gerade für traumatisierte Menschen, die eine narzisstische Mutter erlebt haben oder eine Mutter, die sehr starke narzisstische Strategien ausgelebt hat, ist es oft noch viel, viel schwieriger. Und vielleicht kennst du Menschen, die zu dir sagen, ja, besinn dich doch viel mehr auf deine Ressourcen, auf deine Fähigkeiten und denk nicht immer an die Mutter, aber das ist nicht so einfach, weil diese Prägung geht sehr, sehr tief. Und hier möchte ich dir jetzt einige Faktoren aufzeigen, warum es für dich besonders schwierig ist, an deine Ressourcen heranzukommen. Also oft ist es ja so, dass du als traumatisierter Mensch viel Scham erlebst. Du hast das Gefühl, du bist irgendwie stigmatisiert mit so einer Mutter, mit so einer Familie. Und das ist auch auf dem Grund, warum du dir manchmal nicht traust, dir Hilfe und Unterstützung zu holen. Weil gerade psychische Probleme in unserer Gesellschaft immer noch sehr stigmatisiert sind und du eher das Gefühl hast, ich bin alleine, ich bin sowieso verrückt. Quasi, ich fühle mich isoliert und gleichzeitig ist die Angst da, wenn ich mich öffne, kann ich wieder verletzt werden, bekomme ich wieder eine Beschämung, werde ich niedergemacht, kann mir überhaupt jemand helfen, weil du fühlst dich einfach absolut alleine und isoliert, weil du dir nicht vorstellen kannst, dass es anderen Menschen auch so geht. Beziehungsweise ist vielleicht deine Mutter ein verdeckter Narzisst, die in der Gesellschaft absolut gut dasteht und du bist eher in diesem inneren Gedankengut, mit mir muss ja was nicht stimmen, ich bin ja schlecht. Es liegt nicht an meiner Mutter, sondern ich bin nicht fähig zu vielen Dingen. Also wäre ein Punkt. Dann weißt du vielleicht gar nicht, welche Ressourcen du überhaupt in dir hast oder wie du darauf zugreifen kannst. Und das ist ja gerade bei traumatisierten Menschen sehr schwierig, weil die sind ja so in diesem Sog dieser Schwere, dieser Verletzung, dieses Traumas, fühlen sich so ohnmächtig, so hilflos. Die kommen da ganz selten auf den Gedanken, vielleicht habe ich doch eigene Ressourcen in mir, die ich aktivieren könnte, um aus diesem Traumastrudel rauszukommen. Dann hast du vielleicht auch den Versuch gestartet, dass du dir vielleicht Hilfe suchst, aber dann findest du niemanden, weil es ist sehr schwierig in unserer Zeit geworden, da wirklich spezialisierte Therapeuten oder Berater zu finden oder Coach, die sich da wirklich gut auskennen. Und viele muss man privat bezahlen und dir fehlt es zum Beispiel an den finanziellen Mitteln. Dann ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn du traumatisiert bist, kannst du ja oft damit konfrontiert sein, dass du sehr misstrauisch bist, dass du viele Ängste hast, dass du vielleicht auch dissoziierst, also dass du bestimmte Dinge abspaltest. Oder andere Symptome, die es nochmal erschweren, Hilfe zu suchen oder anzunehmen. Und gerade wenn du dissoziiert bist, also die Entfremdung von dir selber einfach stattfindet, du keinen Zugang zu deinen Gefühlen und zu deinem Körper, den man ja dringend braucht im therapeutischen Kontext oder im Beraterkontext, keinen Zugang dazu findest, kann es sehr schwer machen, dass du wirklich auf deine inneren Ressourcen zurückgreifen kannst, zugreifen kannst, da du dich komplett von dir selbst und all deinen Fähigkeiten eigentlich getrennt fühlst. Was natürlich dazu kommt, ist ein geringes Selbstwertgefühl und Selbstzweifel. Eine narzisstische Mutter oder eine Mutter mit stark narzisstischen
Strategien erlebt zu haben, haben natürlich dein Selbstwertgefühl extrem beeinträchtigt. Du hast so einen tief sitzenden Selbstzweifel in dir, du hast das Gefühl in dir, du bist wertlos oder unfähig, irgendwas überhaupt zu bewerkstelligen. Wie sollst du da Zugang zu deinen eigenen Stärken und Ressourcen überhaupt finden, weil du fühlst dich ja komplett blockiert? Oder du bist so überwältigt von starken Emotionen wie Angst, Wut, Trauer. Und da hat man auch keinen klaren Kopf. Und du kannst auch da sehr schwer auf deine persönlichen Ressourcen zurückgreifen. Also vielleicht kennst du das ja auch. Ich kann euch das Video dann unten auch verlinken, dass es einfach schwierig ist, wenn das Nervensystem so in der Disbalance ist. Und wenn du nicht in diesem Lebensfluss sozusagen dich befindest, wo du den Zugang zu all deinen Fähigkeiten und Ressourcen hast, sondern wenn du entweder total sympathikoton bist, also auf ständig Flucht-Kampf-Modus oder eher in der Erstarrung bist, dann ist es natürlich auch ganz, ganz schwierig, darauf zuzugreifen. Aber wie gesagt, das Video über das Nervensystem und die Polyvagaltheorie tue ich euch unten verlinken. Dann hast du natürlich auch ganz sicher eine ganz negative Selbstwahrnehmung. Du hast eine negative Sicht auf dich selbst, auf deine Fähigkeiten, weil du hast dein Leben lang nur gehört, du kannst nichts, du bist nichts, du taugst nichts, eigentlich solltest du gar nicht da sein. Dann kommt natürlich auch dazu, woher sollst du Vertrauen ins Leben, in andere Menschen haben? Vielleicht in einen Berater, in einen Coach, der dich unterstützt, der dir hilft. Vielleicht ist die Angst da einfach viel zu groß durch die traumatischen Erfahrungen, dass du wieder missbraucht oder verraten wirst. Und du hast vielleicht auch kein Vertrauen in deine eigene Urteilsfähigkeit und bist dann lieber, bleibst im Rückzug und holst dir keine Hilfe, weil du einfach denkst, ich kann ja gar nicht beurteilen, ob jemand gut ist für mich oder nicht. Das Thema erlernte Hilflosigkeit hast du vielleicht auch schon mal gehört. Durch eine Wiederholung von traumatischen Erlebnissen kann in dir ein Gefühl der absoluten Hilflosigkeit entstehen. Und dieses Gefühl hindert dich daran, auch aktiv Schritte zur Bewältigung deiner Situation zu unternehmen. Und du fühlst dich ohnmächtig und auch das bist du nicht in der Lage, den Zugang zu deinen inneren Ressourcen zu finden oder das ist extrem beeinträchtigt. Dann führt natürlich auch Trauma dazu, dass die kognitive Funktion beeinträchtigt ist. Nicht, weil du dumm bist, verstehe mich da nicht falsch, sondern Konzentrations-, Gedächtnisprobleme können auftreten. Und da du ja nicht in diesem Lebensfluss, also in diesem Window of Tolerance bist, hast du natürlich auch eine eingeschränkte Problemlösungsfähigkeit und kommst auch nicht wirklich an gute kognitive Ressourcen ran, um das Trauma zu bewältigen. Also da, wie du siehst, wirst du Hilfe brauchen von außen. Dann hast du natürlich auch durch eine stark narzisstische Mutter oder vielleicht auch einen Vater, spielt er in dem Sinn, ist ja beides sehr traumatisierend, hast du keine positiven Vorbilder, hast keine gesunden Bewältigungsstrategien erlebt und ohne irgendwelche Vorbilder oder Modelle fehlt dir natürlich auch einen Bezugspunkt, um eigene Ressourcen wieder zu finden oder zu entwickeln oder dann auch zu nutzen. Und das ist einfach wirklich sehr, sehr schwierig. Dann kommen natürlich die ganzen Glaubenssätze dazu, weil eine Mutter mit narzisstischen Strategien hat dir natürlich eingeredet, dass du nie gut genug bist. Und ganz viele andere Glaubenssätze, und die können tief verwurzelt sein und den Zugang auch zu deiner positiven Selbstwahrnehmung oder zu deinen inneren Stärken extrem und blockieren und verhindern. Vielleicht neigst du aber dazu auch, perfektionistisch zu sein, also du hast da Angst vor Fehlern und du hast eine übermäßige Angst, dass du was falsch machst.
dann kommt natürlich daraus resultiert, dass du Scheu hast, neue Dinge auszuprobieren oder Risiken einzugehen, die aber notwendig sind, um dich zu finden und deine eigenen Ressourcen wieder zu entdecken und zu entwickeln und auch zu nutzen dann. Es ist natürlich auch immer ein Punkt, dass ja narzisstische Mütter oft ein Umfeld schaffen, in dem du total abhängig bist. Und auch wenn du dich vielleicht dazu entschlossen hast, einen Kontaktabbruch vorzunehmen, kann es diese Abhängigkeit schwierig machen, dass du eigene Entscheidungen triffst, dass du unabhängig wirst. Und das hängt eben alles zusammen mit diesen extremen Prägungen, diesen Traumata durch eine narzisstische Mutter, durch die Erziehung durch eine narzisstische Mutter. Schuldgefühle, Schamgefühle behindern dich natürlich auch. Mütter mit narzisstischen Strategien verstehen es hervorragend, dir Schuldgefühle einzureden, dich so tief zu beschämen, dass du das Gefühl hast, am besten lebe ich überhaupt nicht, ich habe keine Existenzberechtigung und Bedürfnisse, ich darf doch keine Bedürfnisse äußern. Erstens werden sie sowieso nicht erfüllt und wenn, dann wäre ich sogar bestraft dafür, wenn ich mal ein Bedürfnis anmelde. Auch das kann den Zugang zu deinen inneren Ressourcen extrem blockieren. Wenn auch deine Emotionen immer abgewertet wurden, kritisiert wurden, ist es natürlich schwieriger, die Gefühle überhaupt wahrzunehmen, auszudrücken und Empathie und ein Mitgefühl mit dir selber zu entwickeln, weil so viel an Prägungen das verhindert und es ist einfach sehr, sehr, sehr schwierig. Also wie du hörst, ist es schon wirklich ganz, ganz heftig. Und Ressourcen sind einfach so wichtig, damit du in deine Kraft wiederkommst. Und da kann ich dir wirklich nur die zur Seite stehen und dir helfen, dass du wieder den Zugang dazu findest. Da gibt es wunderbare Möglichkeiten, wieder den Zugang zu den eigenen Ressourcen zu finden, die weiterzuentwickeln, vielleicht auch neu zu entdecken und dann auch zu leben. Und viele haben ja auch dann das Gefühl, wenn ich mich in meiner Stärke zeige, wenn ich mich lebe, dann mache ich ja Hochverrat meiner Mutter gegenüber, weil so eine unbewusste Loyalität noch mit reinschwingt in die ganze Sache. Also es ist sehr, sehr verwickelt und da brauchst du wirklich Hilfe da. Das ist alleine sehr, sehr schwer, damit umzugehen, weil du brauchst jemanden, der dir hilft in eine emotionale Unabhängigkeit zu kommen, dein Selbstvertrauen aufzubauen, Selbstmitgefühl zu entwickeln und auch die ganzen Glaubenssätze zu hinterfragen und wirklich irgendwo auch zu wandeln und neu zu überdenken, stimmt es denn wirklich? Oder auch Schuldgefühle, Schamgefühle nochmal zu überdenken und zu sagen, ja, trage ich überhaupt eine Schuld und habe ich nicht doch ein Recht, dass ich leben darf? Weil das ist bei ganz, ganz vielen sehr, sehr schwierig, weil so tief sitzende Zweifel da sind. Das ist wirklich sehr, sehr schlimm. Was auch noch ein Punkt sein kann, dass du ja ständig unter chronischem Stress leidest, was dein Nervensystem eben überlastet hat. Und dann kommst du natürlich ganz schwer in den Zustand der inneren Ruhe und Sicherheit, in das Window of Tolerance, in diesen Lebenslust zurück, der eben notwendig ist, dass du auf deine Ressourcen zugreifen kannst. Also es ist sehr, sehr schwierig. Ich kann dir wirklich nur an die Hand geben, hol dir Hilfe und Unterstützung, wo auch immer, weil du musst es nicht alleine bewältigen. Darum mache ich jetzt auch gerade die Gruppe wieder. Und es ist einfach so wertvoll, wenn man erstens auch mal merkt, dass man nicht alleine ist und im Austausch sich verstanden fühlt und einfach Möglichkeiten gezeigt bekommt, wie kann ich anders damit umgehen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und Gute. Deine Beate. Tschüss.